Ja, hallo Lieben, das ist ja schon mal Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter. Es schneit hier schon wieder, ey. Was ist das für ein Winterstart, ey? Unbelievable. Ja, wir haben es ja so ein bisschen verfolgt, den Werdegang von Julian Zietlow und Olli Pocher oder Mira Pocher und Bijon und so weiter. Und deswegen war hier ein kleines Psycho-Update. Dachte ich, fasse das mal einfach mal zusammen für die Freunde der seichten Unterhaltung. Ja, also Julian Zietlow ist scheinbar wieder in Deutschland und ja, man sieht enorme körperliche Veränderungen bei ihm, ob er das jetzt gut findet oder nicht. Also wirkt er sehr abgemagert und ja, keine Ahnung, ob das jetzt alles so gesund ist, was er da macht, weiß ich nicht. Muss aber letztlich selber wissen, also wenn wir jetzt auch drüber reden, ich habe da absolut Respekt vor seinen Entscheidungen, die er trifft. Also es ist sein Leben, er kann halt machen, was er will. Also das ist, gut, wir müssen halt alle die Konsequenzen immer tragen. Und warum ich ganz gerne ihn so ein bisschen bespreche, weil er genau das Gegenteil macht. Also könnt ihr auch selber gucken, was ihr für richtig haltet. Das Gegenteil macht, was wir immer sagen. Wir sagen ja hier, weg von diesem dopaminorientierten Lebensspiel, klar, nice, geiles Leben, aber eher so gesunde Süchte, wie ich immer sage, ne? Bisschen maßvoll leben, vor allen Dingen keine Liebessucht, vor allen Dingen keine, auch, soll ich mal sagen, sexuellen Abhängigkeiten leben. Und klar, wir können da jetzt nicht reingucken in seinem Leben, aber ja, er mal mit seinen, also ja, er lebt also quasi das genaue Gegenteil, so eine Erfahrung nach der anderen, eine Erfahrung nach der anderen. Und ja, und jetzt heute habe ich jetzt mal zufällig gesehen in unserem Beitrag, dass er sich entschuldigt hat, glaube ich, bei dem neuen Freund seiner Kate, was ja so ein bisschen, wo man jetzt denken könnte, ja, er hat ihm vielleicht wirklich eine reingehauen, was Kate ja gesagt hat. Und ja, während er natürlich machen darf, was er will, er darf natürlich vögeln, wen er will, aber sie darf natürlich keinen neuen Freund haben. Ja. Klar, aber gut, er hat sich da entschuldigt, ist ja auch. Aber was man da so ein bisschen sieht, meine ich, ist eben dieser, ja, dass das eben alles aus meiner Sicht überhaupt nicht spirituell ist. Und ja, dass da jemand schon zumindest einmal hier die Kontrolle verloren hat. Und das ist, was häufig passiert, wenn man sich so sehr dem Dopamin hingibt, was total menschlich ist, ne? Und ja, befriedigt ja auch so ein menschliches Bedürfnis nach Rausch und was weiß ich, aber es hat halt oft einen hohen Preis und da sehen wir, was so typisch ist, wenn man viel in solchen Zusammenhängen lebt, dieser Kontrollverlust, ne, den wir da sehen, also das ist mir so negativ aufgefallen, das andere, ja, es muss natürlich immer alles gezeigt werden, jetzt der Hund und die Kinder hinten im Auto, also sieht man nicht, aber sie singen was, also dieser ständige Wunsch nach gesehen werden, ja, ist schon sehr ausgeprägt. Und dann ist mir aufgefallen, dass er sagt, er geht jetzt 7 Tage in Dunkelretreat, das ist natürlich, also ich glaube, das ist, ja, man sitzt im Dunkeln, kann auch mal super belastend sein, weiß nicht, ob man das so jedem so empfehlen sollte, macht er ja natürlich auch nicht, wie gesagt, das ist seine eigene Entscheidung. Was mir da auffällt, was ich so bei vielen Leuten sehe, die so nach vorne raus sagen, sie sind so mega spirituell, also wenn das jemand schon sagt, dann bin ich sowieso schon immer weg, aber gut, diese ständige Suche nach immer neuen Ereignissen, das kann nicht einfach mal Ruhe sein, es kann nicht einfach mal, das bearbeite ich ja auch da in meinem Dramakurs. Es kann nicht einfach mal ein langweiliger Tag sein. Es muss immer Action und immer die nächste Sache und das nächste Retreat und jetzt im Dunkeln meditieren und jetzt die nächste Zeremonie und jetzt die Droge reinpfeifen. Und ja, kann man alles machen. Wie gesagt, absolut menschlich. Und manche, die vielleicht mal so gelebt haben, vielleicht immer eine gewisse Sehnsucht danach wieder, aber hören natürlich auch aus Gründen auf mit sowas, weil es aller Regel nicht nachhaltig ist so, ne, und einen hohen, hohen Preis hat. Aber schauen wir mal, ich wünsche ihm trotzdem das Beste natürlich, aber einfach auch so ein bisschen, ja, also wie er sich gerade so entwickelt. Bin mal gespannt. Also mal, irgendwann kann man es ja auch so am Gesicht ablesen, ob es einem gut tut oder nicht. Kennen wir ja auch von Liebessucht. Leute, die so aktiv in Liebessucht sind, sehen häufig total fertig aus. Aber na, wir werden mal sehen. Wenn ihr es weiter verfolgen soll, schreibt es mir gerne rein. Ja, dann zu Olli Pocher wollte ich nochmal sagen,
Ja, er ist Comedian, ja, er darf Kunstfiguren erfinden und sich über Leute lustig machen, ob das jetzt lustig ist oder nicht. Also ich auf eine gewisse Art, ich finde es tatsächlich so abstrakt lustig. Was ich aber nicht so gut finde, ist, muss das jetzt sein, der eventuell dagewesene Flirt der Ex-Frau, mit der man noch Kinder hat, muss man den so, wir wissen ja auch noch nicht mal, was da wirklich war, muss man den so durch den Kakao ziehen. Also es hat schon was von so einer Schmierenkampagne, was immer hinweist auf ganz viel Ego und Verletztheit und strafen wollen, und dem zeige ich es jetzt aber, und was nicht unbedingt immer so hochschwingt ist, sagen wir das mal so. Also echt, das ist haarsträubend, und dann ist ja irgendwie rausgekommen, man hat sich jetzt auch für entschuldigt, aber dass Amira irgendwie jemand exposed hat, der mit Depressionen in der Klinik steckt, will den Namen jetzt auch nicht wieder hier nennen, aber auch eine Person aus dem Trash-Kosmos, die man so kennt. Mann, echt, ey, das ist... Mann, ey. Also, echt krass. Und dann hat sich ja die, glaube ich, noch Ehefrau von dem Bijon gemeldet und hat auch ein Video gemacht und hat jetzt gar nicht über ihn geredet, aber dort durchblicken lassen, dass sie so, ja, dass sie ein krankes Kind hat, dass sie eine super schwere Geburt hat. Und dass sie damit komplett alleine ist. Ja, wie Glückskeks-Guru-mäßig ist das? Also das ist, ich meine, ich weiß, das ist immer schwer, das zu leben, was man selber predigt. Aber letzten Endes, also wenn da so ein Riesenloch, da so ein Riesengap ist, wie das so aussieht. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, wirkt so, als wenn drei Menschen da sehr im Ego sind, was wir alle teilweise sind, was jetzt auch nicht verboten ist. Aber ich glaube, wenn man da jetzt versuchen würde, irgendeinen rauszufischen, der sich jetzt hier die eigene Spielfläche sauber hält, den wird man, glaube ich, nicht finden hier in diesem Dreieck, was ich ja immer sage, was, glaube ich, eine gute Haltung ist. Und auch die zahlen alle irgendwo einen hohen Preis. Vielleicht ist denen das egal, aber ja, keine Ahnung. Und ich frage mich auch, jetzt, falls Amira Pocher den mal gut fand oder gut findet, ist das jetzt ein guter Start? Weil jemand, der, weiß ich nicht, die Frau mit dem kleinen Kind alleine gelassen hat, wenn das alles so stimmt, ist das ein guter Start? Ist das ein gutes Match? Ich weiß es nicht, aber gut, wir kennen die Hintergründe nicht. Aber boah, ey, das ist diese Welt der Promis, die ist einfach echt so bodenlos teilweise, ey. Meine Güte, ey. Aber gut, wir wollen ja nicht zu viel werten, aber sich dann hinzustellen und wir sind so die Tollen, also finde, da könnte man manchmal ein bisschen demütiger sein, so, ne? Naja. Ja, ich glaube übrigens nicht, dass die irgendwie mal als Paar auftauchen werden. Ich glaube, das ist einfach jetzt zu viel passiert, und wir nehmen ja auch beide genug Optionen, dass wir jetzt nicht unbedingt zusammen sein müssen, was, glaube ich, ziemlich einen Shitstorm geben würde. Ich glaube nicht, denke, es wird dann irgendwann in der Versenkung verschwinden. Was man hier auch wieder sieht, was ich super spannend finde, dass man dass man Menschen eigentlich kaum canceln kann heutzutage. Ne? Man denkt immer, man cancelt sie, indem man eine Kunstfigur macht und sich über die lustig macht und was weiß ich, und die hart kritisiert, aber was passiert ist, dass sowohl Bijon als auch Amira Pocher, also soweit ich das mitgekriegt habe, einen enormen Zuwachs haben auf ihren Social Media Kanälen. Also ganz viele Leute, die Bijon nie kannten, kennen ihn jetzt, und ja, das wird sich natürlich auch wieder in bare Münze umwandeln. Also du gibst den Menschen, die du so hart kritisierst öffentlich, gibst du denen eigentlich Energie, so spirituell gesehen. Und klar, ist trotzdem ätzend, da haben die vielleicht so einen Shitstorm. Aber viele Shitstorms führen zu deutlich mehr Followerschaft. Ne? Deswegen suchen ja viele auch extra das Drama, um mehr Leute auf den Kanal zu ziehen. Ach, das ist alles so fucked up, Leute, die Welt. Es ist zum Verzweifeln. Ja, und zuletzt wollte ich nochmal was sagen über, ganz kurz über Jill Ofrahim. Er hat ja jetzt zugegeben, dass er da gelogen hat. Ist auch wieder so eine riesen Ego-Geschichte. Ne? Ich komme im Hotel nicht an die Reihe und macht sie dann hier so eine riesen Nummer ab. Was ich gut finde, dass die Leute, die so
riesen Ego-Nummern abziehen. Ich meine, Juden haben wirklich schon, was die alles einstecken müssen hier in Deutschland. Das ist einfach, das ist eine Schande für unser Land, ne, wirklich. Aber und dann noch sowas noch obendrauf, also da versuchen irgendwie Content mit zu produzieren. Ey, das ist wirklich so bodenlos. Aber gut, wir Menschen sind halt fehlerhaft. So. Aber ja, man kommt heutzutage, also man hat zwar das Gefühl, es wird überall immer mehr so, vielleicht sieht man es auch nur immer mehr. Das ist ja auch so eine Idee von, wenn wir uns weiterentwickeln, dass man die Sachen erstmal immer mehr sieht irgendwie. Und ja, und es hat ja jetzt ja auch zu einer Aufarbeitung geführt, einer irgendwie juristischen, also man kommt da auch nicht mehr so gut mit durch, ne? Also man muss schon mehr Verantwortung übernehmen heutzutage, ne? Aber auch wieder einfach schwierig. Und das ist, glaube ich, so ein menschliches Ding, dass wir alle, irgendwie suchen wir auch alle das Drama. Also irgendwie würden wir uns vielleicht manchmal auch wünschen, da zu stehen. Und man sieht ja auch, dass man vor allen Dingen dann Aufmerksamkeit bekommen, wenn man irgendwie komische Sachen macht, irgendwie so, ne? Vielleicht wünsche ich das der eine oder andere auch. Und man denkt ja so, ach, ich will auch so ein Leben haben, wo ich immer im Rampenlicht stehe. Aber naja, füllt vielleicht innerlich auch nicht so wirklich an. Ja, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.